So, ich schmeiß hier auch nochmal eben eine Fackel an die Wand. So, komm her. Komm ich da hoch? So, guck mal so, so. Ja, prima. Ups. Upsala, was war denn das? Ist mir da glatt ein bisschen Sand auf den Schädel gefallen. Noch ein bisschen mehr. Ja, haben wir mal alles kaputt halt, ne? Naja, jetzt haben wir da oben ein Loch drin. Mache ich gleich von oben wieder zu, weil ganz zerstören will ich die Wüste ja nicht. Ja, ich will ja nur hier ein bisschen von dem Sandstein haben, aber kaputt machen will ich die Wüste ja nicht. Die wollen wir ja schon noch ein bisschen erhalten, damit wir nicht, wenn wir irgendwie... ja, genau. Hauptsache, das ist dann natürlich dann auch noch... Oh, hier ist Wasser drin. Moment! Nein! Ich werde weggeschwemmt. Los, da wieder hoch. Da. Da setze ich jetzt Kobbel rein. Moment. So. Damit wollte ich gerade sagen, wenn wir hier durch die Wüste laufen, dann nicht plötzlich komplett alles um uns her zerstört ist. Soll ich nur mal gleich die Erde dafür, was wahrscheinlich nicht reichen wird. Ah, das sehen wir dann gleich. Ja, draußen wird es gerade Nacht. Wir sind hier schön gemütlich in der Höhle drin. Monster sind ja noch aus. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Gerade, ach, von da ist ja auch noch Wasser. Stimmt. Lassen wir das aber hier so auf einer Ebene jetzt. Nicht, dass da noch mehr einbricht. So, und dann hüpfen wir mal eben darüber. Ach, da ist auch noch was. Nehmen wir auch mal mit. Flammen dann jetzt 34. Und... ein Stack voll, okay. Gut. Ja, das Hühnchenei, das nehmen wir mal gerade eben und schmeißen das mal eben gegen die Wand. Nee, schmeißen geht anders. So. Da hauen wir auch nochmal eben eine Fackel dran. Und da. Oh, da oben könnten wir eigentlich auch nochmal eben hin und dann da ein bisschen von dem... Oh, das ist ja schön mit dem Sandstein hier, ne? So unten drunter. Unten drunter. So, und dann hier ist noch Eisen, das können wir auch schön mitnehmen. Da sind immer Experience bei, wenn wir das brennen dann. Wie weit geht das? Können wir das? Oh, schön. So, können wir das auf jeden Fall benutzen. Jetzt nehmen wir aber uns nochmal eben ein bisschen von... Haben wir nicht noch irgendwo... So, den Sand nehmen wir erstmal so und machen das da rein. Nee, da muss ich neues Holz für verarbeiten. So, ein paar Fackeln. Die sollten dann reichen. Erstmal wieder. Für wie lange weiß man ja nie so genau bei mir. Ich sag ja immer, das wird erstmal reichen und danach, nach 2 Minuten, schrei ich trotzdem wieder. Ah, okay, das war doof. Okay, das war auch doof. Wie hoch geht er? Mal schauen jetzt, wie hoch das hier geht. So. Scheint, als würde ich hier aber erst noch den Sandstein hier haben dürfen können. Na, das war schon wieder zu viel, okay. So, wo bauen wir das denn dann hin? So, und dann machen wir von oben gleich ein Dings rein. Okay, das darf ich nicht alles nehmen, das alles auch nicht. Hier, das könnte ich noch nehmen. Stop. Nein, oh, das war zu viel. Ah ja, gut. So, hier wieder ein bisschen was mitnehmen. Wir nehmen gleichzeitig auch Gravel mit. Das ist natürlich gut für uns. So. So, wie sieht das denn hier aus? Da ist Sand. Und da, oh, dann können wir das hier mitnehmen. Verdammt!
Like a Captain, ey, richtig. There's gotta be a Captain in me. Ich fühle das schon. Ah, ja, toll. Mach natürlich direkt erstmal das mit der Fackel auch noch weg. So, und den darf ich mitnehmen, aber den wahrscheinlich schon nicht mehr. Den. Den durfte ich auch noch mitnehmen, gut. Ups. Was ist hiermit? Nein. Okay, der ist zu hoch. Was damit? Den darf ich noch. Ich mach alles kaputt hier. Sieht bestimmt von oben mittlerweile aus wie ein Schweizer Käse. Was ist das denn? Spitzhacken. Bla bla bla. Okay, schön. Ist Texturenproblem. Way. Ist ja auch egal. Iron Shovel. So, nehmen wir das jetzt. Way, was ist das? Ein cooles Problem hier. Ist mir jetzt neu, aber okay. Ist ja auch egal. Ich weiß ja ungefähr, welches Werkzeug gerade welches ist. Spielen wir halt mal ohne Bilder und so. Muss ja auch nicht sein. Ohne ist eh viel cooler. Ist meine Geisterhand, die das hier alles kaputt macht. So, das mal weg. Das mal weg. Yeah, das ist gut. Ist echt gut gerade. Jetzt sind die Texturen wieder da. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Ja, normalerweise ist ja auch schon Minecraft-Version 1.6 draußen. Da hätte ich heute updaten sollen können müssen, vielleicht sogar. Man weiß es nicht. Aber ich wollte jetzt das Ganze erstmal noch so zocken, wie es ist. Scheiße. Ja. Und, ja. Ich weiß auch noch gar nicht, was im neuen Update drin steht. Da werde ich mir mal gleich bestimmt auch noch nach der Aufnahme durchlesen. Gibt es ja manchmal schon recht geile Sachen, die dann da in den Updates mit drin sind. Zum Beispiel da war ja, im letzten war ja zum Beispiel dieses mit, wo man aus Quarz dann diese Lichtsensoren bauen konnte und so. Und das fand ich zum Beispiel recht cool. Noch ein paar andere Sachen, aber naja, muss ja gerade nicht. So, wie kommen wir da oben? So, kommen wir bestimmt da auch noch hin. Können wir hier nochmal den einen oder anderen Block mitnehmen? Nein! Ah, blöd. Blöd, blöd, blöd. So, hier aber bestimmt nochmal. Warte, stellen hier auch nochmal eine Fackel hin, so. Oder hängen die da hin, eher gesagt, ja. Upsi. Ja, nicht mehr ganz einen Monat, ey. Dann ist schon... Doch, klar, anderthalb Monate noch. Anderthalb? Wir haben jetzt Anfang Monat 7. Ja. Dann anderthalb Monate noch. Und dann ist auch schon Gamescom, ey. Pff. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, ey. Ich weiß noch ganz genau, war Pre-Sale. Und jetzt ist eigentlich schon soweit, dass man fertig drauf kann. Ja, wobei... Naja. Also 32 Euro jetzt kostet eine Karte für 4 Tage, soweit ich... Also wenn es sollte so sein, ich habe zumindest meine so geholt. Ne, hab jetzt den... diesen Early Access für Presse nicht mit, also dass man am Pressetag mit kann und so habe ich jetzt nicht gekauft. Weil, muss jetzt nicht. Wäre zwar auch cool gewesen bestimmt. Aber das machen wir dann irgendwann mal, wenn wir hier ein bisschen größer sind. Also das heißt, wenn der Zuschauerumfang sich ein wenig erhöht hat und ich unter Umständen vielleicht sogar ein bisschen was in die Kasse wieder reinkriege. Das ist jetzt natürlich ein bisschen wieder Zukunftsmusik und so, aber hey, man muss ja auch träumen können. So, wo ist denn hier alles eingestürzt? Eigentlich hier, das war doch hier irgendwo, oder? Da nicht? Nee? Nee? Hier ist... Keine Ahnung. Hier! Ah. So, guck mal da, die hätte ich schon alle mitnehmen können. So, machen wir das hier auf jeden Fall wieder dicht. Was ist hier? Das. Keine Ahnung. Und hier hinten. Aha. Ach so, ja, das erklärt auch, was hier gerade eben dann direkt wassereinbruchsmäßig hier, das war das. Das war das Meer, der Wassereinbruch. So.
So. Haben wir das auch. Und wieder 100 und Sandstone-Blöcke. In der Zeit, wo wir jetzt hier gewesen sind, war ich knall, aber hier auf jeden Fall noch die eben beide Schaufeln. Ach, die eine. Oder? Ja, eine Schaufel auf Vorrat haben ist auf jeden Fall gut. Ich meine, wir haben zwar auch noch unsere Diamond-Schaufel, aber die müssen wir gerade nicht unbedingt noch weiter abnutzen. Und dann gehen wir gleich, wenn die... Ja, ja, okay. Jetzt gehen wir also... Oh, Moment, das ist eine ungerade Zahl. Ungerade Zahl! So, jetzt haben wir 50. So. Und dann gehen wir jetzt zurück. Ja. Das ist ein Außenborder dran. Schnell die Schaufel in die Hand nehmen. Nein. So, also man sieht auch, das ist ein ganzes Stück. Und da müssen wir mal, also wie gesagt, ich fände es super geil auch, wenn man dann hier so um die Ecke kommt oder wenn hier irgendwo in der Ecke wirklich dann ein großes Schiff stehen, also das steht ja nicht, das schwimmt halt hier so. Ah, da vorne sieht man dann jetzt unseren, das sieht mal einer an. Und da sieht man dann jetzt unseren geilen Pier schon, von wo aus man dann später auch in so Bötchen wie hier steigen kann. Und wie gesagt, also hier, ne, ist halt das, was man vom Wasser aus jetzt so schon sehen kann. Und da müsste eigentlich auch dann noch Stadt sein und so. Und deshalb müssten dann unter Umständen die Dingens weg. Die Kühe, die müssten umziehen. Ne, und dann hier halt ein großes Schiff hin und so. Aber da quatschen wir... Warte. So, ich will das Schiff hier direkt... Das Bötchen direkt hier parken. Ups. Ja, da steht das gut. Haha. Moment. Wie viel Platz habe ich jetzt im Inventar? Nicht allzu viel. Ich guck mal gerade, wie viel Stein wir denn davon bei haben. Machen wir das Inventar erstmal voll, wa? Naja. Da müssen wir jetzt eh nochmal warten. Aber jetzt können wir eigentlich auch hier direkt wieder ein bisschen Gravel reinmachen, ne? Haben wir ja... Ein bisschen was haben wir ja wieder aufgenommen. So. Ach, warte mal, wir brauchen auch noch. Dann heißt das, ich nehme ein Stack raus. So. Genau, weil ein bisschen normalen Gravel brauchen wir ja auch. Hab ich jetzt fast vergessen. So, fangen wir hiermit an. Ne, weil so ein bisschen normalen Gravel brauchen wir ja auch, weil wir damit ja schließlich den Stützpfeiler bauen wollten. So, aber erstmal den Weg hier fertig machen. So. Da. Würde ich sagen. So. Dann kann man hier vielleicht. So, warte mal, die Fackel weg. So, läuft der Weg da so hinzu auch. Das heißt. Von hier aus. Das jetzt erstmal so. Aber unter Umständen geht der Weg ja dann, hier ist die Bücherei, ja, bla bla bla. Vielleicht läuft das ja dann hier so drumherum auch noch. Und da sind auch noch Sachen, hier irgendwas. So, lass mal erstmal. Habe ich noch Gravel bei? Ja, yeah, habe ich. Machen wir das auch nochmal eben an die Seite, das geht ja fix.
ist das für eine traurige Musik eigentlich? Ist, glaube ich, auch von von Kingdom Hearts, aber aus einem anderen Abschnitt. Kann das sein?